damit du mit Freude dein Instrument lernen kannst und immer besser? Plane dir die Übezeit ein, als fester Termin in deinen Wochenkalender, in deinen Terminkalender. Wenn du darauf wartest, auf freie Zeit, in deinem Alltag, unter der Woche, bis du das Instrument üben kannst, dann kann es sein, dass du vielleicht am Abend keine Energie und keine Lust mehr hast aufs Instrument üben. Plane dir wirklich, wie beim Sport auch, eine feste Trainingszeit ein für dich mit deinem Instrument. Wichtig ist das regelmäßige Üben. Das heißt, wenn du stressige Wochen hast, auch wenn du dann weniger Übezeit nur zur Verfügung hast, bleibe regelmäßig dran, auch in kleinen Übeeinheiten. Aber wenn du dir das wirklich als Termin mit dir einplanst, ist es so viel leichter, sich dann auch dazu zu motivieren.